Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge Elden Ring Shadow of the Erdtree. Letztes Mal haben wir eine ganz ekelhafte Hand, die Mutter aller Hände, vermöbelt. Und wir haben hier bei, wie heißt der Ort? Bei den Ruinen von Unte, zwei Feuerriesen platt gemacht. Und jetzt geht's hier südlich weiter. Gibt halt noch so zwei etwas größere Gebiete, die wir noch nicht haben. Einmal hier das hier, ne? Da müssen wir jetzt ein bisschen südlich gehen und einmal hier das linke. Und wenn wir hier fertig sind, dann können wir auch, denke ich, wieder Mesmer einen Besuch abstatten. Mittlerweile sollte ich ihm mehr als gewachsen sein, aber ich mache erstmal das Gebiet hier noch und dann gehe ich zu ihm. Also, ich war ihnen schon vorher gewachsen, ne? Aber das wäre mit Grind verbunden gewesen. Und ich möchte halt, dass in jeder Folge so ein bisschen Progress ist und nicht, dass ich drei Folgen einen Boss versuche und dann da ein bisschen Stillstand ist. Fliegenschimmel. Super. Das habe ich mir schon immer erträumt. Sowas wollte ich schon immer haben. So, wie komme ich auf die andere Seite? Ja, ich dürfte, wenn ich auf die Karte gucken dürfte, wär das hilfreich. Ach, wahrscheinlich von hier dann irgendwie, ne? Ihr scheiß Fliegen! Ich glaube, ich spinne. Ich werde nicht an so einer Fliege sterben. So. Es kann auch nicht sein, dass sie mir so viele Probleme machen. So, weg mit dir. Wo? Da ist noch eine, ich weiß es. Krummfingermedizin. So, ihr habt mein Pferd getötet, ihr miesen Kleinen. Ah, da ist eine Gnade. Ich wüsste trotzdem gern, wie ich auf die andere Seite komme. Von hier vielleicht? Alter, wo kommst du weg? Verzieh dich! Keiner will dich! Ja, hier geht's runter, aber. Ui. Da ist schon eine tiefere Ebene. Du konntest da doch auf die andere Seite. Von hier? Ja, okay, sieht so aus. Da ist nämlich so ein Kreuz. Komme ich da von hier aus hin? Das sieht so aus. Oh, Vögel. Verzieh dich. Ah, es sind andere Kreuze. Da ist noch einer. Komm, mach den weg. Komm runter. Komm. Put, 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 put. Schmiedestein gibt es hier. Ah, schade, ich habe die Kreuze verwechselt. Ich dachte, das wäre so ein anderes Kreuz, wo es immer Skado-Fragmente gibt. Was ist das da? Ich werde mein inneres Gleichgewicht unter dem Wasserfall. Ah, da liegt was. Trockenblattsiegel. Ist eine Waffe? Sei brav.
kann ich auch runter. Das tut weh, oder? Nee, doch nicht. Ich komme runter zu dem Wasserfall da irgendwie. Seid brav und dann tue ich euch nichts. Ich warne euch. So, was macht dieses Trockenblattsiegel? Ist eine Waffe. Talisman. Verstärkt Mikaellas Anrufungen. Ja, wenn ich wüsste, was Mikaellas Anrufungen sind. Skaliert mit C schon von Anfang an. Okay. Mal nach der Folge gucken, was da möglich ist. So. Eine Ebene tiefer. Das führt mich einmal mal. Hier sind Blobs. Wo bin ich jetzt hier eigentlich genau? Hier, okay. Über mir ist quasi die. Was ist das für eine. Ah, ich weiß, wo ich bin. Hier oben war ich schon mal. Okay. Okay, reiten wir mal nach hier oben hin, wo wir da landen dann. Unten bei dem Wasserfall, ne? Ah, du bewachst was? Ein Dunkelschmiedestein, okay. Und da liegt irgendwas im Sarg drin. Ein Skala-Raumfragment, sehr schön. Ja, den Tipp gab es oben, ne? Da, die haben irgendwas vom Wasserfall gefaselt und ja, da ist es, okay. Alles klärchen. Eins brauche ich, glaube ich, noch. Dann kann ich wieder aufleveln. So, die Ebene tiefer. Ist da... Ne, das ist nur ein Item. Oh, was ist das denn da? Was ist das denn da? Ich glaube, ich muss ein paar Spells mal hier rausnehmen und nur die, die ich wirklich nutze. Dann muss ich nicht immer so ewig lange umschalten. Weiterer Dunkelschmiedestein. Muss ich mal nach der Folge hier ändern. Du hast zwar mehrere Slots, aber solltest wirklich nur die ausrüsten, die man nutzt, weil dieses Trockenblattrobe, das ist, glaube ich, nicht gut. Weil dieses Umschalten, das kostet halt kostbare Zeit. Kannst du irgendwas? Sieht nicht so aus. Ah, man, da geht's noch tiefer runter. Aber auf der anderen Seite konnte ich doch, glaube ich, so runter. Da muss ich doch nicht diese Sprung... Bretter in Kauf nehmen, oder? Da ist ein Schädel runtergefallen. Oh, was haben wir da? Ein Mausoleum. Das letzte von den vier. Gucken wir mal, wer hier drin wartet. Rakasha. Okay. Mhm. Das war vielleicht ein bisschen gierig. Mhm. Mhm. Also er gibt mir nicht wirklich Zeit, das aufzuladen, aber... Guck mal, machen das alle? Oh, das war kein gutes Timing, um den zu nehmen. Komm, mach was. Dann kann ich zurück, okay, und dann kann ich dir geben.
Ich muss eigentlich nicht immer warten, bis er irgendwas macht. Und dann kann ich zurückschlagen. Aua! So, vielleicht wieder punishen. Obwohl er ziemlich weh tut. Ja. Ups, mein Mana ist wieder alle. Ja, er sieht genau, wann ich einen Trank nehme und versucht das zu punishen. Aber ist nicht mein Freund. Ja, hast keine Tränke mehr. Und dann kann ich dich punishen. Oh, shit, 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 shit. So, jetzt habe ich wieder eine Öffnung. Du hast keine Tränke mehr. Du brauchst gar nicht auf Abstand gehen. So. Ich frage mich, ob man mit der Sonnenblume den wie beim letzten Mausoleum so einfach wieder unterbrechen kann. Dann wird der nämlich wesentlich einfacher. Dann gibt mir ein Großkatana und eine Rüstung. Von der Rüstung habe ich schon gehört. Die ist sehr, sehr gut für meinen Bild. Weil diese Rüstung soll Feuerattacken boosten. Ist nicht ganz so gut, klar, aber die soll Feuerattacken boosten. Ich weiß bloß nicht, ob es der Helm oder die Rüstung ist. Erhöht Feind zugefügten Schaden, aber erhöht deutlich erlittenen Schaden des Trägers. Okay. Es ist nicht für Feuerschaden, es ist allgemein. Es ist so High Risk, High Reward. Du tust den Schaden nach oben pushen und... kriegst dafür auch mehr. Okay. Das ist mit der Träne, die wir letzte Folge gefunden haben. Kannst du so richtig schön High Risk, High Reward machen, weil du kannst richtig deinen Damage hochpushen, aber kassierst auch deutlich mehr. So, und dann ist hier auch ein Wasserfall. Okay, dann muss ich hinten tatsächlich bei den Grabsteinen runter. Okay, Sturmwind, du machst das, ne? Zack, zack. Einfach so. Ja, okay, sind relativ dicht beieinander. Dann ist das nicht so schwierig. Bob. Bob. Und zack. So, langsam wäre ich Freund einer Gnade. Gab schon längere Zeit keine mehr. Ui, da geht's tief runter. Da geht's tief runter. Ah, da ist ein Nilpferd. Da ist ein Nilpferd. Das heißt, ich kriege ein Skado-Fragment. Normalerweise würde ich mich über dich... Oh, scheiße, ich habe den Talisman noch ausgerüstet und nicht das Schwert. So. Warum ich getroffen wurde, weiß ich nicht. Er hat mich zwar gebissen, aber mich nicht getroffen dabei. So. Ah, scheiße, ich bin auf der falschen Seite. So. Nilpferd down. Wo ist mein Skalofragment? Da ist es. Sehr schön. Das ist noch eins.
Da ist ja noch eins. Hier, komm her. Du gibst mir auch ein Fragment, oder? Hier geblieben. Uiuiui. Böses Nilpferd. Hey, 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 hey! Das ist eine Sache zwischen mir und Nilpferd und nicht zwischen mir und Wildschwein. So, erstmal ist das Wildschwein jetzt dran. Es hat genug Warnungen bekommen. Yay! Sehr, sehr schön. Und das da unten ist ein Gnadenpunkt? Fragezeichen. Sieht das so aus? Wildschwein, sei brav. Gleiches gilt für dich. Nee, ist kein Gnadenpunkt. Langsam könnte es wieder einen geben. Also der letzte war da oben. Hier, da. Bin schon einiges gelaufen. Und bin ich jetzt hier in einer Sackgasse oder was ist los? Ah, da geht's runter, okay. Runter. Oh, das war knapp. Hier kann ich mich, glaube ich, auch einfach fallen lassen. Und da unten ist dann eine Karte. Die brauche ich auch bald. Oh, da ist ein Dungeon. Aber irgendwas war hinter mir, oder? Ah, ihr. Ja, ist gut. Wo kommen die auf einmal her, alle? Ich sehe die nicht wirklich gut. Aber ich glaube, ich habe sie alle erwischt. Oder? Nee, einer lebt noch. Hallo, wo ist der? Da. Ne, da ist noch einer. Bleib hier. So, hier müsste es eigentlich eine Gnade geben. Oh, der fährt aber tief. Der fährt aber ziemlich tief. Da ist die Gnade. Ich versuche mal heute den Dungeon noch fertig zu kriegen. Das machen wir erstmal noch. Drei weitere Skadobaum-Fragmente. Sind wir auf Stufe 16. So, Licht. So. Was für Gegner werden hier verwurstelt? Die ich am meisten hasse. Willst du mich verarschen? Ist da noch einer? Nee. Natürlich cool, dass es hier so dunkel ist. Dass du fast nichts siehst.
Da geht's tiefer runter. Hier haben wir einen Schalter. Wofür? Oh, das macht hell! Das macht hell! Das ist schön. So, dann kann man hier noch ein bisschen gucken, wo es schon hingeht. Okay, immer weiter nach unten muss ich. Okay. Wieso geht da die Leiter nicht runter? So, jetzt. Oh oh, da wartet schon jemand. War jetzt ein bisschen dumm. Ich trau dem Rat nicht. Es wird wieder dunkel, gefällt mir nicht. Das heißt, Überraschungen können wieder auf mich lauern. Okay, das ist das, was ich von oben gesehen habe. Schon wieder ein Fahrstuhl? Noch tiefer. Versteckt er hier irgendwas? Sieht nicht so aus. Okay, Marikas Pfahl habe ich gesehen. Das freut mich schon mal. Das ist ziemlich dunkel. Es muss irgendwo einen Schalter bestimmt wieder geben. Dich sehe ich. Dich sehe ich. Gibt es hier noch mehr als einen als Überraschung? Anscheinend nicht. Drachenblitzfett. Hä? Achso, da oben. Oh, scheiße, das habe ich aus Versehen die falsche Taste benutzt. Wieso kann er durch die Decke durch? Ruhe da oben. Also war es doch eine Falle, bloß etwas anders, als ich vermutet habe. Hier ist es immer noch dunkel. Bestimmt finden wir wieder einen Schalter, der es hell macht. Oder kann ich hier die Fackeln anzünden? À la Dark Souls 2? Nee, kann ich nicht. Leiter nach oben. Irgendwas ist hinter mir. Ich kann mir vorstellen, dass da oben der Schalter fürs Licht ist. Ne, hier geht's weiter und unten habe ich noch ein Item flackern gesehen. Ne, hier geht's auch weiter. Das ist oben, glaube ich, wo der Typ eben stand, ne? Ne, das ist woanders. Ah, da kommt einer hoch. Ja, ist gut. Jetzt bin ich auf der Ebene, wo der Typ stand. Nee, immer noch nicht. Oh, das ist so tief, dass ich nichts sehe. Ah, zwei. Zwei ist nicht gut. Haha, perfekt abgepasst!
Das war ein bisschen Glück. Okay, wie komme ich zu dir hin? Da ist noch einer, ne? Sonst würden nicht so viele Laserstrahlen kommen. Ah, scheiße, scheiße, scheiße. Geh von deinem Stock runter. Okay, von da bin ich gekommen. Ich habe immer mehr den Eindruck, dass da... Es geht hier weiter runter, okay. Dann gehen wir ganz schnell zurück zur... Wie komme ich da hoch? Ganz am Anfang, da war eine Leiter, wo ich hochgelaufen bin und dachte, es ist der richtige Weg und es war nicht der richtige Weg. Ich hoffe, ich bereue nicht, dass ich zurücklaufe, weil wenn ich sterbe, wäre das schon ein bisschen ärgerlich. Ich frage mich, wie ich an das Item von unten rankommen kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Leiter dann dahin führt. Das sieht so ein bisschen nach Fake-Wand aus, aber... Ja, wäre auch an einem ziemlich unlogischen Platz eigentlich. Moment. Wie lost bin ich? Wie lost bin ich? Oder? Ne, das ist eine andere Ebene, oder? Hier ist der Lichtschalter. Dann kann ich hier runter. Okay. Dann stellt sich da, weil unten ein Fahrstuhl ist, mir immer noch die Frage, wie ich zu den Item komme. Dann bin ich mir ziemlich sicher, dass es eine Fake-Wand gibt. Müsste dann aber eine Etage tiefer noch sein, ne? Klack. Wo war das Item? Ich muss da oben irgendwie drauf. Da ist es. Da hinten ist ein Durchgang. Ja, von der Höhe könnte es passen, dass hier eine Fake-Wand ist. Und zwar hier. Nicht? Da? Auch nicht? Auch nicht? Auch nicht? Auch nicht. Hier macht es irgendwie nicht so viel Sinn, dass sie hier wäre. Ja. Okay. Da muss man irgendwie drauf kommen. Oder... Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie irgendwo eine verstecken. Aber es sieht nichts so wirklich... Auffällig auf. Du musst irgendwie nach oben kommen. Das Item wird bestimmt Schrott sein, aber... Ja, da ist ein Weg nach hinten. Vielleicht kommt man da später noch hin, aber der Fahrstuhl fährt nach unten. Ziemlich sicher. Ja, der fährt nach unten. Okay, dann weiß... Es muss irgendwo eine Fake-Wand geben, zu 100%, die mich dahin bringt. Oder vielleicht musst du von woanders auch runterspringen, von oben, wo wir waren. Schneide ich am Ende des Videos rein. Oder wenn ich sterbe, kann ich auch so gucken. Arsch. Runter. Was? Du triffst mich hier!
Runter, runter, runter. Schnell, 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 schnell. Okay, hier bin ich im toten Winkel, denke ich. Bist du auch im toten Winkel? Oder kann ich dich treffen irgendwie? Hallo, ich will dich anvisieren. Warum kann ich dich nicht anvisieren? So, jetzt. Nein, 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 nein. Ja, Treffer? Geh weg. Heidewitzka. Hier ist es wieder dunkel, gefällt mir nicht. Geht wieder tiefer. Da hinten ist noch ein Item. Genau. Und bald sind meine Tränke auch zur Neige. Da oben ist auch noch ein Item. Wie komme ich da hin? Also der Dungeon scheint riesig zu sein. Und ich überziehe auch schon. Eigentlich will ich diese Dungeons in der Mitte nicht abbrechen. Aber wir haben ja heute schon einiges anders gemacht. Warum ist hier so ein Gang? Das ist sehr verdächtig. Da ist der Schalter fürs Licht. Okay. Ah, das holt den runter. Ja, und das Item? Hallo? Das Item? Warum kommt das? Ist das ein Bug? Oder warum fährt das nicht mit runter? Das leuchtet. Oh Gott, ey, From Software, bitte. Ich gehe erstmal hier unten hin. Ich habe die Kiste gesehen. Ja, das ist nur ein Item. Das ist eine Falle, 100%. Da geht es dann weiter, okay. Keine Falle. Ja, okay, es gibt hier anscheinend überall diese Geistertalien. Dann wird das da oben Level 9 oder irgendwie sowas sein. Da muss ich mich nicht so doll drüber ärgern, aber... Und das Item, was ich da hinten nicht bekommen habe, wird auch eine Geistertalie irgendwie sein. Okay, ich spring runter. From Software. Wie kommt man zurück? Okay. Eine neue Asche. Hau ihn weg. So, wo bin ich jetzt? Ah, hier wieder. Okay, ja. Das Item ist, denke ich, verbuggt. Normalerweise fährt das mit runter. Aber es wird, denke ich, eine Geistertalie Level 9 oder so sein. Ich denke, es ist nichts Wichtiges. Wenn das was Wichtiges ist, hasse ich From Software. So, ich habe kaum noch Tränke. Der Dungeon könnte mal langsam dem Ende entgegengehen. Oder mir ein Marikas Pfahl geben. Ne, das ist kein Marikas Pfahl, aber da unten ist einer. Oder? Ich habe keinen gesehen, um ehrlich zu sein. Wenn die mir keinen geben, ist der Teufel los. Da ist er, okay.
Ein Caster, okay. Ja, dann gehe ich, glaube ich, auf Waffengewalt. Das solltest du nicht so doll abkönnen. Was? Geht. Wo ist er hin? Hallo? Da hinten. Ja. Er ist da hinten bei dem Grab. Kann ich das ausnutzen? Schade, ich dachte, er könnte da nicht durchballern. Uiuiui. Was war das? Er hat irgendwas gesammelt. Okay. Der summont halt ziemlich viel. Ich hätte gleich rennen sollen und nicht versuchen. So, da kann ich ihn hitten. So, nochmal. Autsch. Oh Scheiße, ich habe kein Mana mehr. Das wird mir ein bisschen zu Verhängnis. Jetzt kommt wieder das. Bisschen laufen. Zack, 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 zack. Okay, er hört auf. Wo ist er hin? Da hinten. Hä? Wo ist er? Da. Anvisierung von denen weg. Lass mich in Ruhe. Wo ist der Richtige? Da hinten. Macht er das wieder? Oh, die Summons sind noch lebendig. Lass mich heilen. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. So, da ist der Richtige. Diese Fake-Summons sind mir ständig im Weg. So, jetzt gibst du mir nämlich ein bisschen Zeit. Verdammt, er war doch fast weg! Das Problem ist einfach, hier, ich bin so weit von einem Gnadenpunkt weg, dass ich mein Bild nicht umbauen kann. Wo gehst du hin? Trifft mich natürlich. Warum hast du den jetzt automatisch anvisiert? Ja, er verzieht sich wieder, das ist klar.
Und diese ganzen Summons, die ihr habt, die sind sehr, sehr nervig. Moment. Kriegt er Damage, wenn man die Summons platt macht? Das sah für mich für einen Moment so aus. So, jetzt gibt er mir ein bisschen Ruhe. Ja, ja, lass mich in Ruhe. So, jetzt will ich mal testen. Kriegst du Damage, wenn ich die Summons platt mache? Nein. Jetzt sterbe ich. Okay, Glück gehabt. So, lass mich hier weg. Autsch. Ja, die scheiß Riesenkaulquappe kommt. Wo ist er hin? Boah, das ist so dreckig hier. Mit den ganzen Summons. So, kriegst wieder einen rein. Noch ein. So, gleich bist du weg. Sobald das zu Ende gecastet ist, bist du weg. Ich habe keine Ausdauer, aber ist egal, du bist tot. Stachelstabspeer. Wo haben wir den? Da. Glaube, löst Blutverlust aus. Oh, nicht schlecht. Zeig mal her. Hä, wo ist er? Da ist er. Speerwaffe, ne? Ja. Zweihändig. Ja, muss ich mir bis zur nächsten Folge angucken, Leute. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.